Mensch, volles Haus hier heute Nacht. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel des 12. Spieltages zwischen unserem Greifswald FC und dem FC Energie Cottbus. Am Ende ein 1:1 vor 3907 Zuschauern. Bei mir sitzen die Trainer der beiden Teams. Zum einen der Trainer unserer Gäste, Klaus-Dieter Wollitz, und natürlich Lars Fuchs von unserem Greifswald FC. Und ich würde unseren Gästetrainer auch direkt bei unserem Fazit zum Spiel bitten. Ist alles. Okay, vielen Dank. Ja, sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Greifswald hat sofort das Spiel kontrolliert, an sich gerissen, viele gute gegenläufige Bewegungen gemacht. Wir hatten lange gebraucht, um eine Ordnung zu finden, Zugriff zu finden. Viele Ballverluste, obwohl es da auch schon möglich war, eine Spielverlagerung, gute Situationen zu bekommen. Waren dann auch im Anlaufenden die Abstände nicht gut und sie haben das dann alles richtig gut gemacht. Hatten dann sicherlich bis zu 30 Minuten zweimal richtig Glück, einmal unterkante Latte und dann, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der 18er war oder der 20er, 16er reingeht, den Querpass, den vielleicht selber abschließt. Die Aktion haben wir aber auch nach 0-1 mit Dennis und Islama. Hat man das ganze Glück. Nach 30 Minuten wurde es ein bisschen ruhiger. Haben ein bisschen dann die mehr Ordnung gefunden, sind dann mal in die Spielverlagerung gekommen, aber ohne Druck auf das gegnerische Tor zu bekommen. Diesbezüglich bis zur Halbzeit natürlich ein sehr schmeichelhaftes Unentschieden für uns. Aber für eine Mannschaft spricht dann auch, oder für unsere Mannschaft, die wir dann wieder rauskommen, haben damit das dann sehr ordentlich kontrolliert. Haben die Räume besser gefunden, haben Räume besser geschlossen, haben ein sehr schönes, herausgespieltes Tor, weil es über die Verlagerung kam. Und dann war es wieder offen, sehr offen sogar, sowohl auf die einen Seite als auch auf der anderen Seite auch, glaube ich, noch einmal ein Pfostenschuss. Und die eine oder andere Situation aber nicht mehr so zwingend. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir im Konter dann vielleicht den einen oder anderen Ball hätten anders spielen können, beziehungsweise die Szene, die ich eben angesprochen habe mit Dennis. Ich glaube nicht, dass man den unbedingt querlegen muss. Auf der anderen Seite wäre das aber dann auch des Guten zu viel gewesen. Nehmen wir dann die letzte Aktion oder die vorletzte Aktion mit dem 1-1, ist dann auch mehr als verdient. Erstmal hat Greifswald immer weiter dran geglaubt, hat immer versucht anzuschieben. Und dann haben wir nicht mehr dann so verteidigt, beziehungsweise das Quäntchen Glück zum Schluss gehabt, um dann mit als Sieger vom Platz zu gehen. Deswegen sage ich, mehr als verdient das Unentschieden, unabhängig davon, dass wir dann in der 93. Minute auch noch eine sehr, sehr gute Chance hatten. Aber in dem Verlauf des Spiels mehr als gerecht das Ergebnis. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Wollitz. Fuchser, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, dass wir heute unser bestes Spiel gemacht haben. Ich glaube, wir müssen nach 30 Minuten deutlich führen. Wir haben viele Durchbrüche gehabt, wir haben viele Situationen über die ganzen 90 Minuten dahin gebracht, wo wir sie hinhaben wollten, und zwar auf die letzte Linie, auf die Grundlinie vom Gegner. Ich glaube, Elias Kratzer hat heute bestimmt 4 oder 5 Mal die Außenbahn, wo wir einfach sauber zurückspielen müssen, wo wir besser die Box belaufen müssen. Dann schießen wir ins leere Tor. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit bestimmt 4, 5 Situationen, wo Kopfball wieder gehalten, wieder irgendwo einen angeschossen. Wir müssen nach 2 Minuten, um das nochmal von vorne aufzurollen, nach 2 Minuten klar in Führung gehen. Ja, leider geht er nur gegen das Lattenkreuz und raus. Ich glaube, das hätte alles ein bisschen einfacher oder ein bisschen besser für uns gemacht. Und ich glaube, die Jungs haben dann nur eine halbe Stunde, 35 Minuten so gemerkt, so, wir haben viele Situationen, aber es hat halt leider noch nicht so geklappt, und dann wurden wir ein bisschen unruhig. Ja, dann haben wir einfach zu schnell tief gespielt, zu schnell diagonal gespielt, wo wir uns einfach ein, zwei Mal dann einfach unnötigerweise den Ball verloren haben. Und das hatte sich dann fortgesetzt in den 5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Das wollten wir anders machen, wir wollten kontrollierter spielen, und dann nach dem Tor, nach dem Gegentor, das ist, glaube ich, aus einem Einwurf und einfach schlechte Boxverteidigung passiert, für uns schon gefühlt aus dem Nix. Haben die Jungs trotzdem Moral gezeigt, haben alles rausgehauen, haben weiter dran geglaubt, haben vorher schon Pfostenschuss von Guido, dann aus dem Gefühl, Guido läuft allein aufs Tor und trifft den Ball nicht richtig. Also ich glaube, wir hatten heute 8 bis 10 richtig, richtig gute Möglichkeiten, wenn es nicht auch mehr waren, wo wir nicht die 100%ige Torchance bis auf 2, 3 hatten,
aber ich glaube schon ein unfassbar dominantes Spiel heute gemacht haben. Und ja, schade, dass die Jungs sich nicht belohnt haben für ein meines Erachtens ja, überragendes Spiel, was wir hier geleistet haben. Und wir machen weiter, die Jungs sind froh, ein Tabellenführer zu sein, das haben sich verdient, immer noch weiter ungeschlagen und ja, hochverdient ungeschlagen. Ich glaube, das hätte jeder so gesehen, dass es nicht gerechtfertigt gewesen wäre, wenn wir dieses Spiel hätten verloren hätten. Dankeschön. Yes! Vielen Dank, Lars. Gibt es Fragen von den anwesenden Pressevertretern? Dann bitte ich um Handzeichen. Da vorne bitte kurz einmal Name und Medium noch dazu nennen. Frank Noah, Lausitzer Rundschau. Frage an Herrn Wollitz. Jonas Hofmann, können Sie kurz sagen, wie es ihm geht? Musste ausgewechselt werden über die Verletzung, die ihn jetzt schon beschäftigt hat in den letzten Tagen? Der hat gestern im Abschlusstraining sich das Knie verdreht und von daher konnte man das aus meiner Sicht sehen, dass er nicht so frei war. Wir haben dann gestern den ganzen Abend und heute Morgen alles versucht. Er hat dann auch signalisiert, dass er spielen kann, spielen will. Wenn er will, dann spielt er, weil das ein sehr wichtiger Baustein ist. Deswegen weiß ich nicht, deswegen nur die Ordnung nicht hatten, kann ich nicht 100% sagen, aber ich kann sagen, dass er halt für mich nicht frei wirkte. Ansonsten hat er eine andere Intensität, kann andere Räume belaufen, kann Tiefenläufe permanent laufen, weil er diese läuferischen Möglichkeiten hat. Und das war dann für mich ein Schlüssel, das in der Halbzeit zu wechseln. Dumme Fehler, das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich sage nochmal, in der zweiten Halbzeit fand ich, dass wir das dann sehr, sehr ordentlich gemacht haben, dass man eine Flanke reinkommt und zur Grundlinie. Das ist alles normal, deswegen spreche ich von mehr als gerechten Ergebnis. Vielleicht auch für uns ein bisschen schmeichelhaft, aber ich denke, dass man das dann im Fußball auch hat. Wenn man aber in den 94 Minuten mal eine 100%ige Chance hat, dann kann man vielleicht auch sagen, man kann als Sieger vom Platz gehen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann nächstes Spiel bei Chemie Leipzig und dann das Heimspiel, das nächste gegen den Berliner AK. Da sehen wir uns wieder. Wir wünschen unseren Gästen natürlich auch eine gute Heimreise. Wir sehen uns bald wieder dann im Cottbus. Ja, tschüss.